Holdria Haiti, herzlich willkommen bei Being Böhmi, der Rubrik, wo ich im Internet bin, als ich selber und mir das keiner glaubt. Heute bin ich bei Jodel, eine App, die ich heute erst kennengelernt habe und die ich jetzt schon richtig aus ganzem Herzen verachte. Also muss ich beweisen, dass ich das bin. Ich mach mal ein Foto, Moment. Das ist Beweis genug. Mach mal ein Peace-Zeichen in die Kamera. Mach ich. Anonymen Idioten aus dem Umkreis von 10 Kilometern beweisen, dass ich bin. Wie erniedrigend kann Internet sein? Ich bin's wirklich! Gut. Sehr erfolgreich, überhaupt nicht demütigend. Mehrere Dinge interessieren mich. Ich habe zum Beispiel geschrieben, hier schreibt Jan Böhmermann, ich mache gerade Marktforschung zum ZDF-Magazin. Wie könnten wir die Show verbessern? Hier kommen schon ein paar Nachrichten. Öfter, DLRH. Was heißt denn DLRH? Download? DLRH heißt den Lörres reinhämmern? Okay, alles klar. Okay, Geschlechtsakt. Ich nehme es mal mit als Verbesserungsvorschlag. Wen findet ihr besser? Jan Böhmermann oder Olli Welke und warum? Liebe Grüße, Jan Böhmermann. Einfach mal reingeschrieben, mal gucken, was da kommt. Sowieso Böhmi, Team Welke. Oliver Welke ist besser, weil er eine bessere Frisur hat. Oliver Welke hat die bessere Figur, Böhmermann hat das bessere Studio. Das gibt mir zu denken. Oliver Welke hat die bessere Figur? Sorry, was ist denn mit meiner Figur? Ich mache jetzt mal eine private Chat-Anfrage. Was ist das denn? Otto? Wie meinst du das mit der Figur? Ich finde einfach, dass Oliver Welke mehr Sexappeal ausstrahlt. Bei Böhmermann will ich immer, dass er aus dem Bild verschwindet, damit ich das Studio besser sehen kann. Moment mal. Meinst du das ironisch? Weil, Doppelpunkt, wenn nicht, baller ich dir eine! Ich musste mehr als 30 Sekunden überlegen, wer Welke ist. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Kotze. Wird jedes Mal gejodelt, wenn man mit jemandem chatten möchte? Weil dann möchte ich, glaube ich, mit niemandem chatten. Ich mache jetzt den Typen fertig, der öffentlich-rechtlicher Rundfunk Kotze sagt. Was willst du, Hurensohn? Nee, Hurensohn ist too much. Arschfotze. Nee, kann man doch nicht sagen. Arschhurensohn. Auch nicht. Arschsohn. Wie man das ZDF-Magazin verbessern kann, habe ich ja gefragt. Und da kommt richtig viel. Mehr Pornos, wünschen sich Leute. Jan, du bist es wirklich. Beste Satire-Show. Mach bitte weiter so. Antworte ich direkt unerwartet mit Nein. Und man kann auch da ins Sexuelle abbiegen bei Jodel. Also wenn man da, das ist, da wird fleißig genickt. Alles klar. Hey, mein Name ist Jan Böhmermann vom ZDF und ich bin Ersti und suche unverbindlichen, ich sage jetzt nicht Geschlechtsverkehr, sondern unverbindlichen Kontakt. Aber Kontakt schreibe ich in Anführungsstriche. Und dann kann ich hier einfach drauf jodeln und dann geht's los. Hat jemand Lust? Aber Lust schreibe ich auch in Anführungsstriche. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ha, auf meine Kontaktanzeige hat schon jemand geantwortet. Lieber schaue ich mir einen Porno an, der gebührenfinanziert wurde. Antworte ich mal, perverses Schwein. Perverses Schweinchen. Wieso kommt eigentlich meine Marktforschungsanfrage besser an als meine Kontaktanzeige? Warum wollen mir mehr Leute sagen, was scheiße ist am ZDF-Magazin, als sich mit mir einfach mal um Spaghetti-Eis zu treffen? Naja, Pech im Internet, Glück nirgendwo. Findet ihr Jodel auch so überflüssig? Habe ich gefragt. Antwort, irgendwo muss man ja seinen ganzen Hass an anonymen Leuten im Internet auslassen. Wo soll ich sonst hin? Tumblr? Nee, nicht Tumblr. Zu wenig Porno. Dieser Jodel wurde geblockt. Warum? Mein Jodel ist geblockt. Hallo? Huso ist ein Grund für einen Block? Von der App, die dieses Geräusch macht? Ich verstehe Jodel nicht so richtig. Was macht man hier in dieser App? Ich verstehe es nicht. Und warum darf man keine Schimpfwörter sagen? Wie im echten Leben. Gruß, Jan Böhmermann. Aha, erste Antwort, keine Ahnung, ich drücke mich vorm Lernen. Ich drücke mich auch davor, ein geiles Video für unseren ZDF-Magazin-YouTube-Kanal aufzunehmen. Hashtag Partner. Mach mal Selfie, Bruder. Okay, mach ich. Gut, das sieht super aus. Ich denke, das kommt gut an. Das Übliche, Trollen, Geiern, Hetzen, Drogenhandel, Jammern, Zeit verschwenden. Hey, verkauft mir jemand 500 Gramm Haschisch? Es kann sein, dass ich jetzt relativ schnell gesperrt werde bei Jodel. Und dann, dass dieses Handy dann nie wieder einen Zutritt hat zu Jodel. Ist nicht schade drum. Das muss man sich mal vorstellen, das sind alles nur Vollidioten im Umkreis von 10 Kilometern. Wenn das schon so irre ist, da will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn man dann den Radius auf irgendwie ganz Deutschland erweitert. Es gibt auch nationale Jodelgruppen. Die nationale Jodelgruppe. Will mir jemand 500 Gramm Haschisch verkaufen? Nee, aber ich kann dir gerne ein Bild von meinem Meerschweinchen zukommen lassen. Gerne. Schick mal. Werden Böhmis Jodel eigentlich von meinem Rundfunkbeitrag bezahlt? Du zahlst doch überhaupt nicht. Oh. Das Foto vom Meerschweinchen. Mega süß, das Meerschweinchen.
Willst du mal einen echten Hasen sehen? Gerne. Aber Moment, ist das eine schlüpfrige Sex-Scherzfrage? Oh, ein privater Chat. Moment. Ein Video geschickt vom Meerschweinchen. Ein Video von einem Meerschweinchen. Ich schicke ihm mal ein Bild von meinem Hasen. Das Meerschweinchen heißt Panflam. Panflam? Cool. Es ist ein kleiner Junge, kastriert ohne Klöten. Jetzt habe ich ein Foto von einem Hasen bekommen. Ich habe ein Hasenfoto bekommen. Moment mal. Das Meerschweinchen Panflam hat noch 4 Girls, die mit ihm leben. Beim Meerschweinchen ist Haremshaltung als artgerecht angesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so viel über Hasen und Meerschweinchen erfahre. Also wenn ich jetzt meine Liste mache mit den Pros und Kontras von Jodel, Community nervt, App schwer zu bedienen, Jodel-Sound nervt, Kontra. Pro, viele Infos über Meerschweinchen. Ja, ich würde trotzdem nicht sagen, gerne wieder. Ich beende das noch hiermit. Scheiß App, ehrlich. Nächstes Mal ein Grindr, bitte. Jodel, ey. Echt. Obwohl die Meerschweinchen, die waren süß.